So, Leute, es ist an der Zeit. Wir schauen jetzt mal, wie das mit diesem Wagen funktioniert. So, Tapsi, kannst du den ziehen? Kart. Jawohl. Wie cool ist das denn? Hallo und willkommen zurück zu erbarmungsloser Wüsten-Action. Wir sind wieder in Ark Survival Ascended auf Scorched Earth unterwegs und wir sind gerade dabei, unseren ersten Thylakoleo zu zähmen. Das könnte noch ein bisschen interessant werden. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe das Spiel, also ich musste das Spiel zwischendrin ausschalten. Ich musste einen Tag Pause machen quasi. Und wenn man speichert und den Server quasi neu startet, dann geht, glaube ich, der Torpor-Effekt der Tiere verloren. Und ich hatte dem Thylakoleo vorher 50 oder so Narcotics reingedrückt, weil der unglaublich schnell Torpor verliert. Und wir haben jetzt, glaube ich, nicht genug Zeit, um nach Hause zu gehen und Narcotics zu holen. Das heißt, wir müssen jetzt Beeren sammeln. Ich weiß nicht, ob das mit der Peitsche schneller geht. Ich glaube, das kommt das Gleiche raus. Deswegen machen wir das jetzt von Hand. So. Und geben ihm dann einfach Narco-Berries. Ihr seht, es geht jetzt noch so ein bisschen hoch, das Torpor. Das liegt daran, dass ich ihm die letzten 20 oder so Narcotics reingedrückt habe, die ich noch hatte. So, guten Hunger. Okay. Taming Effectiveness ist so ein bisschen runtergegangen. Wir haben noch genug Fleisch drin. Das sieht gut aus. Aber das ist ein, ja, Mehrtagesprojekt. Das dauert wirklich lange, bis so ein Thylakoleo auszähmt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit zum Bärenpflücken hier. Bis jetzt ist noch nichts Spannendes passiert sonst. Nichts Böses aufgetaucht. Wir haben den ja letzte Folge gelegt. Ne? Also wenn ihr nicht dabei wart, schaut in die letzte Folge rein, damit ihr überhaupt wisst, wie wir hier gelandet sind. Aber sieht eigentlich jetzt alles ganz safe aus. Es sollte theoretisch jetzt ganz gut über die Bühne gehen. Ich sammle jetzt trotzdem mal Beeren, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel Torpor der jetzt noch braucht, bis er dann auszähmt. Und lieber zu viele Narco-Berries als zu wenige, ne? Wir haben ja noch Platz. Wir können ja die Beeren dann an die Dinos verfüttern. Das ist ja auch nicht umsonst. Wäre nur praktisch, wenn wir jetzt einen Trike dabei hätten zum Beeren sammeln, ne? Das macht das natürlich ein bisschen schneller als ich von Hand. Oh, Motte. Und die wurde gejagt von irgendwas, ne? Wir werden bald sehen, was. Ich sehe aber nichts. Nur verschwommene Wüste. Habt ihr gehört? Ich glaube, Mausi kündigt Regen an. Mal gucken, ob der Regen auch kommt, ne? Ja, genau. Wenn die so in die Luft schnuppern und quieken, dann heißt es, der Regen kommt irgendwann. Okay, wir treiben Torpor ganz gut hoch. Das sieht gut aus. Das ist ein Riesenskelett, ne? Ja, das gefällt mir. Der sollte jetzt gut auszählen, der Thylakoleo. Ja, und dann gehen wir mal nach Hause und genehmigen uns ein frisches, kühles Getränk aus unserem neuen Kühlschrank. Oh, jetzt stecken schon wieder alle Tiere fest. So. Ich habe immer Angst, dass da irgendwie ein Wilder dabei ist. Aber das sind alles unsere. Alles gut. So. Ja, ich glaube, ich warte jetzt einfach mal ganz entspannt ab, ne? Wir haben nicht mehr viel vor. Das sieht gut aus. Sobald Torpor so ein bisschen runtergeht, kriegt er wieder ein paar Beeren. Und sonst nehmen wir die halt mit nach Hause und stellen wieder Narcotics her. Wir haben jetzt für den Thylakoleo, glaube ich, 100 Narcotics verbrannt. Also das war wirklich aufwendig. Der braucht wirklich viel Narcotics. Das heißt, wir müssen auch wieder neue herstellen. Und wir brauchen endlich mal ein Tier, was Beeren sammeln kann. Weil ihr seht, ich komme da nicht weit. Wir brauchen vielleicht so einen Morella-Tops, ne? Aber da bin ich ja schon länger auf der Suche. Ich habe einfach noch keinen guten gefunden. Es gibt übrigens auch wieder diese Kakteen auf dem Boden, die auch Cactus-Sap geben. Ne? Das sind diese kleinen grünen Kakteen hier. Die kann man aufsammeln, wenn die Steine alle aufgesammelt sind. Und die geben Cactus-Sap. Also ich denke, ihr habt das schon gesehen, oder? Hier sind wieder welche. Bekommen wir Cactus-Sap? Also ich glaube, die Reihenfolge ist normale Büsche, dann Steine und jetzt bekommen wir die Kakteen mit Cactus-Sap.
Also vielleicht mit einer Sense losgehen, ne? Das wäre sicherlich sinnvoll. Aber ich glaube, ich habe noch gar keine gebaut. Und wir wollen ja Beeren, ne? Da hilft die Sense leider auch nicht. Mit einem Dino kann man das bestimmt gut aufsammeln, das Zeug. Ja, ich bin immer noch hier unterwegs, ne? Bald gibt es keine Büsche mehr. Zum Glück ist die Vegetation hier sehr dicht. Wir können also ziemlich lange an einer Stelle stehen und pflücken. Ansonsten hätte ich hier schon alles weggesammelt auf einer normalen Map. Das ist echt krass, wie viel Pflanzen hier wachsen. So, was machen wir denn jetzt? Wir verteilen so ein paar Beeren, oder? Ich weiß nicht, wie viele wir aufheben sollen. Wir müssen mal gucken. Wir haben nicht viele zu Hause. Ist bestimmt gut, wenn wir so ein paar Beeren haben, falls wir noch Farben herstellen wollen oder so. Mal gucken, wie lange wir hier noch unterwegs sind. So. Terror Bird ist gut beladen. Und jetzt müsste hier Torpor langsam wieder runtergehen. Ne? Oh, es regnet. Da hinten ist die Wolke und bei uns regnet es. Cool. Ja, wir haben ja sowieso die Anzeige hier. Ne? Torpor. Sehen wir, was Torpor macht? Torpor geht runter, ne? Ja, Torpor geht runter. Aber er zähmt auch bald aus, ne? Ich gebe ihm noch mal so ein bisschen was. So. Jetzt geht Torpor wieder hoch. Oder? Ja. Perfekt. Mal gucken, ob hier alles safe ist. Da unten ist irgendwas. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, das war nur irgendein Kraut, was durch die Luft geflogen ist. Es gibt hier auch so wandernde Büsche, ne? Hier fliegen so Blätter. Und dann gibt es diese wandernden Dornenbüsche. Wie heißen die? Keine Ahnung. Aber die gibt es hier. Die wehen hier manchmal so durch die Steppe. Oh, sieht das crazy aus. Die Wolke hängt da so drin, ne? Dahinter ist es irgendwie hell. Sind schon coole Wettereffekte. In Verbindung mit unserer unserem permanenten Sonnenstich natürlich. Ich habe bald das Skelett hier freigelegt. Ich flieg hier nochmal so ein bisschen weiter. Ja, das dauert immer noch, ne? Yes! Es ist geschafft! Super nice! Die unendliche Geschichte hat doch ein Ende. Jetzt braucht sie natürlich noch einen Namen, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wär's mit Tapsi? Tapsi, unser Thylacoleo. Mega. Tapsi ist Level 146 geworden. Ich denke, das ist in Ordnung. 3 Level verloren, ne? Und super bunt bist du. Das gefällt mir. Okay. Dann gehen wir mal nach Hause. Das hat jetzt lang genug gedauert. Ich habe hier alles verwüstet, ne? Da unten. Das ist alles ziemlich... Das ist jetzt Brache. Ich habe so ziemlich alles eingesammelt, was man da pflücken und einsammeln konnte. Ich glaube, wir müssen zu Fuß gehen. Die Tiere sind alle überladen. Ich bin auch wieder ziemlich voll. Voller Beeren und Fasern und so. Hat sich gelohnt. Und hier gibt es wieder diese Kakteen, ne? Wir brauchen Morella-Tops. Oder so ein Parasaurus wäre auch ganz nett, ne? Aber die sind nicht gut zum Sammeln. Ich weiß nicht, Parasaurus. Vielleicht kann ein Parasaurus den Wagen ziehen, ne? Vielleicht kann Thylacoleo den Wagen ziehen. Ich weiß noch nicht. Wir haben ja diesen Wagen hergestellt und es gibt bestimmte Tiere, die diese Wagen ziehen können. Das müssen wir halt rausfinden, wer das kann. Da schauen wir mal. Jetzt haben wir noch ein paar von diesen Büschen hier mitnehmen, damit unsere Tiere da durchkommen. Machen wir jetzt einfach mal. So. Okay, jetzt bin ich hier. Ordentlich überladen. Oh. Festi. Gute Arbeit. So, du nimmst jetzt mal den Stein und den Sand und das Holz. Oh, du kannst richtig viel tragen, Günther. Tapsi, was kannst du tragen? Tapsi kann 600 Gewicht, okay. Also Tapsi ist auf jeden Fall das beste Tier, um Sachen zu transportieren. So viel wissen wir schon mal. Wir haben sonst kein Tier, was so viel tragen kann. Da unten ist ein Morella. Gleich checken. Level 15. Mal gucken, ob alle noch dabei sind. Da sind ganz viele Raptoren. Wir haben tatsächlich noch alle dabei. Müssen wir mal die Raptoren hier sichten. Level 15. Das ist ein Säbelzahn. Nicht so gut. Aua! Geh weg! Lass meine Rüstung! Mann. Ich glaube, er wurde gefressen.
Da unten sind immer noch Raptoren, ne? 15er? 5er? Hier war doch eben einer. Da ist so ein Busch. So ein Rollbusch. Oder wächst der da? Ach nee, der wächst da. Nee, der rollt. Das ist einer von diesen Büschen. Okay, wir gehen jetzt mal nach Hause. Durch die Raptoren durch, aber hinter dem Tor sind wir dann sicher. Let's go. Kommen wir hier rein. Kommt mal alle mit. Nein, 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 nicht da runter. Hier hoch. Oh, der Tilakoleo spinnt total. Du kannst auch klettern, kletter da halt drüber. Jetzt macht er den Raptor weg. Wie ein Pygomastax. So, jetzt haben wir alle drin, außer Tapsi, hä? Tapsi, komm jetzt. Kletter da drüber. Da, wir müssen Tapsi holen. Tapsi schafft das nicht. Ja, so viel zum Thema Wegfindung, ne? Oh. Ach, das war nur Günther. Ach, du hast ja keinen Sattel, ne? Komm mal mit. Jetzt müssen wir ja den Sattel noch herstellen. Mal gucken, ob wir alles haben für so einen Tilakoleo-Sattel. Passt du da durch? Dick Mops. Und das ist schwierig. Komm mal zu mir jetzt. Ja. Jetzt ganz langsam und vorsichtig. Ja, nicht zu schnell. Jetzt hier durch. Jawohl, du schaffst es. Super gut. Ja, und ab jetzt können wir die Tiere dann hoffentlich einfach, also einzeln ausreiten, ohne viele Tiere auf Follow zu haben. Das macht die Sache dann viel, viel einfacher. Weil das mit der Wegfindung ist ein Riesenproblem, ne? Kennen wir ja. So. Du fehlst noch. Komm mal her. Gehorchst du? Kommst du? Ja. Perfekt. Super gut. Das nächste Unwetter ist schon angekündigt. Das ist der Sandsturm, oder? Ich glaube, das ist der Sandsturm. Gut. Wir bauen jetzt so einen Sattel. Lass uns nicht mehr ablenken. Tilakoleo. Moment. Vorher zischen wir uns noch ein frisches Getränk. Mal gucken, ob das hilft. Und Gluck. Jetzt haben wir so einen Effekt hier. Iced Water. Sehr cool. 30 Grad hat's. Ja, den Heatstroke kriegen wir damit, glaube ich, nicht weg, ne? Das ist schon zu lange, dass ich das ausprobiert habe, ehrlich gesagt. Iced Water. War das noch voll? Ich habe doch da draus schon getrunken gehabt. Da hatte das noch eine Füllung irgendwie übrig. Können wir den Effekt stacken? Okay, Heatstroke ist weg, das hilft. Es dauert nur einen Moment. Wir können es stacken. Und wir können mehrfach aus so einer Flasche trinken. Nice. Das ist ja cool. Ihr seht, das dauert einen Moment. Also, das Wasser muss erst kalt werden. Das dauert irgendwie eine Minute oder so und dann ist es kalt und dann kann man... Oder wird es erst kalt und friert dann oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kann man damit den Heatstroke entfernen. Danke für den Tipp. Ich habe das alles schon wieder vergessen und verdrängt. So funktioniert das, so wird man den Heatstroke los. Aber dass man das decken konnte, wusste ich auch noch nicht. Na gut. Sehr cool auf jeden Fall. Aber wenn wir das einsacken und mitnehmen, dann wird es, glaube ich, ziemlich schnell warm und dann bringt es wieder nichts. Wir müssen die ganze Rüstung reparieren. Wir stellen jetzt erstmal so einen Tilakoleo-Sattel her. Immer schön der Reihe nach. Tyla! Tyla? Tylo. Nein, nicht Tylo. Den schreibt man ja mit H, ne? Tilakoleo. Bam, bam. Metal Ingot, Hide und Fasers. Metall? Können wir den überhaupt... Ne, den müssen wir hier drin herstellen, ne? Tilakoleo? Jawohl. Dann packen wir alles wieder zurück. Kommando zurück. Bam, bam. Tilakoleo-Sattel. Und dann haben wir einen echten starken Kämpfer bei uns. Das hat jetzt einen Moment gedauert. Die Rüstung können wir hier ja, glaube ich, auch reparieren. Das machen wir auch mal direkt. Irgendwo ist noch die Mütze, die ist schon länger kaputt. Bam, bam. Da sollten wir eigentlich auch alles dazu haben. Repair, repair.
Und dann sind wir wieder perfekt ausgestattet für die nächste Expedition. Und wir können jetzt Sachen tragen und mitnehmen. Zum Beispiel das Zelt. Das werde ich sofort einpacken, bevor ich es wieder vergesse. Das ist super cool. Und wir können uns verteidigen. Das sind ganz spannende Neuerungen, ne? Erstmal wieder anziehen. Jetzt kommt der Sandsturm. Okay. Okay. Ist das die Brillensicht? Und das Zelt nehmen wir wieder mit. Alles klar. Ja, also alles gut. Der Sandsturm kostet uns halt unseren Stamina-Wert. Das heißt, wir müssen wieder viel essen und trinken. Aber mein Gott, das ist ja eigentlich immer so. Gut. Du kriegst einen Sattel, Tapsi. Oh, da ist ein Card-Slot. Seht ihr das? 4480 Hitpoints. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Wir gehen mal in Melee-Damage. Ich glaube, das ist gut. Bam. Du kannst dich bewegen, obwohl ich auf dir drauf sitze. Das ist was Neues. Wir sind aber trotzdem überladen. Okay, dann müssen wir erstmal ausladen. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir warten das Unwetter erstmal ab, oder? Das ist halt nicht optimal. Das dauert halt wieder, bis das... Na gut, wir warten das mal ab. Wir packen mal die ganzen Ressourcen weg und nach dem Unwetter starten wir durch. So, Leute, es ist an der Zeit. Wir schauen jetzt mal, wie das mit diesem Wagen funktioniert. So, Tapsi, kannst du den ziehen? Card. Jawohl. Wie cool ist das denn? Wie komme ich da drauf? Move. Right. Der ist so hoch, dass man da fast nicht hochkommt. Okay, man kann so hochspringen. Geht es von hinten auch? Ja, das geht schon. Nice. Mega cool. Jetzt müssen wir natürlich so ein paar Dinge testen, ne? Du hast ja jetzt 46 Gewicht. Wenn ich jetzt hier... Hat das Ding überhaupt Slots? Nee, ne? Ach, ich komme von hier in das Inventar von Tapsi, oder was? Wie ist das mit Bauteilen? Wenn wir da draus... Haben wir da jetzt irgendwie so eine... Haben wir noch Adobe-Strukturen? Nee, ne? Wenn ich jetzt mit Adobe da drauf was bauen würde, geht das überhaupt? Haben wir überhaupt Adobe-Strukturen? Wir hatten doch garantiert noch welche übrig. Ich habe die noch nicht alle verbraucht. Hier sind welche. So. Haben wir noch Wände? Nee. Nichts Brauchbares. Nur so Foundations und so ein Zeug. Roof. Hat das Snaps, das Ding? Das hat Snaps, okay. Das heißt, wir brauchen keine Foundations. Das ist ja sowieso ein Dach, ne? Also erweitern kann man das nicht? Adobe Foundation. Das ist eine Foundation, das ist kein Dach. Hä? Wieso sieht das dann aus wie ein Dach? Check ich nicht. Das ist eine Foundation. Ach, hier drauf sieht es dann aus wie ein Dach. Obwohl es eine Foundation ist. Das ist ja super komisch. Und das Zeug snappt auch nicht, ne? Die Foundations snappen nicht. Wir könnten hier so eine Foundation drauf platzieren. Aber das ist ja nicht das Ziel, oder? Wir haben ja sowieso irgendwie, wir können damit irgendwie arbeiten. Wir stellen mal so ein paar Bauteile her. Vielleicht hinten so eine Treppe dran oder so. Und dann weiß ich aber auch nicht, ob man das wieder runternehmen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil wenn wir das dann unequippen, das Ding, dann verlieren wir alles. Oh je. Wir können ganz normal damit laufen, oder? Das ist doch total cool. Wir können mit dem Wagen springen. Oh mein Gott. Der hängt dann so runter und schlägt ziemlich ein. Mann, ist das witzig. Okay, ich stelle mal so ein paar Adobe-Strukturen noch her. Wir haben ja jetzt genug Lehm. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie so eine kleine Hütte drauf bauen. Da brauchen wir nämlich das Zelt eigentlich gar nicht, ne? Und wir müssen halt testen, wie sich das mit dem Gewicht verhält. Was brauchen wir denn noch alles? Adobe. Wir wollen so ein paar Walls. Die Dinger. Fasern, Wooden Thatch. Wood. Wood. Thatch. Fasern. Go, go. Und wir brauchen so eine... Eine Treppe haben wir schon, ne? Wir haben schon so einen Roof. Das ist gleichzeitig eine Treppe. Ein paar Fenster. Und dann wollen wir halt so ein Dach, ne? Das heißt, wir brauchen so ein paar Ceilings. Ich bin noch am
Butterbraten gerade. Wir können eh noch nicht raus. Aber wir müssen dann unbedingt raus in die Wüste. Da freue ich mich schon drauf. Ceilings wollten wir noch, ne? Wir nehmen so ein bisschen davon mit. Aber wir haben schon wieder das ganze Clay verbrannt, glaube ich. Aber hier ist ja noch ein bisschen was. Jetzt schauen wir mal. Dann machen wir hier hinten eine Treppe ran, dass wir gescheit reinkommen. Es ist so witzig. Das Problem ist halt auch, dass wir das wahrscheinlich alles ziemlich schnell kaputt machen beim Kämpfen. Das ist die Treppe. Gibt es nicht auch so halbhohe Treppen? Nee, ne? Nicht in diesem Spiel. Wir haben nur die ganz hohe. Das ist das Roof. Das ist die Treppe. So könnte man das machen. Dann hätten wir... Ist das da jetzt schief dran installiert? Kann man damit... Das können wir durch die Gegend ziehen, ne? Okay. Das ist schon alles ziemlich schräg. Aber so kommen wir auf jeden Fall immer hoch. Das ist total schräg. Der Wagen ist schräg und schief. Und irgendwie kommt man da dann auch nicht wirklich hoch. Also das ist keine große Hilfe. Vielleicht sollten wir es einfach weglassen. Achso, Gewicht checken. Wir haben jetzt 200 Gewicht. Wenn ich runtergehe, haben wir 46 Gewicht. Also das Bauteil hier hinten dran zählt nicht, ne? Wir sind immer noch bei 46. Aber mein Gewicht zählt. Also wenn man da ein Tier draufstellt, dann zählt es. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Wir könnten damit Tiere transportieren. Aber nicht, wenn ich das jetzt zubaue. Trotzdem, wir bauen uns jetzt irgendwie so ein kleines... so einen kleinen Raum hier. Da könnten wir eine Smithy mitnehmen oder so. Total witzige Sachen machen. Wir brauchen Adobe Roofs. Ceilings. Zwei Ceilings. Dann bräuchten wir theoretisch noch so eine Tür hinten, ne? Ceilings. Bam und bam. Und dann wären wir hier drin vor Unwettern zum Beispiel geschützt. Ich glaube, ich baue keine Tür hin, weil wir sind so, glaube ich, schon geschützt, oder? Sind wir geschützt? Nee. Nee, wir kriegen keinen Häuserbuff. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir brauchen noch so ein bisschen Ressourcen. Das testen wir jetzt noch. Ein bisschen Lehm, ein bisschen Holz und so. Fasern haben wir noch. Thatch haben wir noch. Holz. Holz. Holz, Holz, Holz. Das müssen wir jetzt noch ausprobieren. Na, Holz habe ich ja auch. Was fehlt denn eigentlich? Adobe? Uns fehlt... nichts. Dann bauen wir da jetzt noch so eine hohe Tür ein. Wir nehmen mal eine hohe Tür, weil da komme ich dann leichter hin, wenn ich springe, also im Sprung quasi. Dann schauen wir mal, ob das geht. Können wir hier hinten so eine Tür setzen? Bam. Ja, ich muss hier hochspringen. Jetzt sind wir drin. Haben wir den... Wir haben den Häuserbuff. Manchmal. Hier haben wir ihn. Okay, das ist ein bisschen buggy, ne? Uns in die Mitte stellen. Also hier in der Mitte haben wir ihn relativ stabil, ne? Das sieht gut aus. Das scheint zu funktionieren. Also hier drin können wir uns dann schützen. Dann brauchen wir kein Zelt mitnehmen. Wir haben jetzt gewichtstechnisch nichts dazu gewonnen. Also wir können darauf bauen, ohne dass das irgendwas wiegt. Das ist mega cool. Nice. Sollen wir noch eine Treppe oben drauf machen oder so? Oder eine Leiter? Dass wir oben aufs Dach kommen? Das wäre auch ziemlich cool, ne? Dann haben wir eine Aussichtsplattform. Okay, ich baue da mal noch so ein bisschen dran rum. Ich habe da noch so ein paar Ideen. Und dann schauen wir mal, was da draus wird aus unserer kleinen Tapsi-Kutsche. Oh yeah, Freunde, das ist wieder eine richtig schöne Plattform zum Bebauen mit den guten alten Plattform-Schwierigkeiten. Das ist alles ziemlich schief und krumm. Wir haben jetzt einen schönen Innenraum, wo wir hoffentlich sicher sind vor Sandstürmen. Das mit dem Häuserbuff ist ein bisschen komisch. In manchen Ecken haben wir den irgendwie nicht, aber im großen Teil haben wir den jetzt eigentlich. Hier haben wir ihn jetzt kurz wieder nicht gehabt. Also ich glaube, vor den offenen Fenstern haben wir ihn vielleicht nicht, aber hier haben wir ihn dann doch wieder. Oder hier vorm Fenster haben wir ihn auch. Also wenn wir richtig stehen, dann haben wir den. Und dann sind wir sicher vor Sandsturm zum Beispiel und Ähnlichem. Hier können wir dann ein paar Sachen lagern.
Ich habe noch so einen schönen Sessel hier mit reingepackt. Die sind super gemütlich, kann ich absolut empfehlen. Die schöne kleine Kiste. Und das ganze Zeug, was jetzt draufsteht, wiegt, glaube ich, nichts. Das ist wirklich cool. Erst wenn wir Sachen einlagern, glaube ich. Obwohl, das müssen wir mal testen. Also wir können ja von hier hinten irgendwie auch das Inventar vom Thylakoleo darauf zugreifen, was super cool ist. Und dann können wir zum Beispiel dem Thylakoleo das Fleisch rausnehmen. Der wiegt jetzt 137. Und wenn ich das im Inventar habe, dann wiegt das weniger, als wenn er das hat. Das ist cool. Jetzt ist er bei 135,6. Wenn wir das hier reinpacken, ist er bei 136,3. 136,3. Das ist total seltsam. Also, wenn ich das Zeug trage, ist es am leichtesten. Also wenn andere Lebewesen das tragen, ist es wohl am leichtesten. Wenn wir es in der Kiste storen, ist es so mittelschwer. Und wenn er es hat, ist es am schwersten. Ne? Okay. Das heißt, am besten so Sachen in der Kiste zwischenlagern oder halt selbst an Bord haben. Das spart am meisten Gewicht. Ja, cool. Und dann habe ich jetzt so eine Leiter installiert, dass wir oben raufkommen. Oben habe ich auch noch so eine schöne Bank hingestellt für unsere Fahrgäste. Die hat, glaube ich, mehrere Sitzplätze. Genau, man kann sich da rechts und links und mittig hinsetzen auf das fancy Sofa. Und für den Fahrer gibt es leider nur so eine Bank. Aber trotzdem ziemlich cool. Jetzt haben wir so eine kleine Wüstenkutsche, mit der wir uns dann hoffentlich da draußen so halbwegs sicher fortbewegen können. Ja, das war jetzt wieder eine Riesen-Action. Ich habe noch ein paar andere Sachen hergestellt, weil ich sowieso gerade dabei war. Das testen wir jetzt auch noch. Wir stellen mal diesen Pokertisch auf. Den habe ich entdeckt. Der sieht mega cool aus. Super stylisch. Ich glaube, wir stellen ihn einfach hier mitten rein. Der wird mir zwar immer im Weg stehen, aber das ist halt einfach stylisch, ne? Das muss sein. Hatten wir da Optionen? Das muss ich nochmal gucken. Pickup. Pokertisch. Es gibt ja oftmals so Optionen. Da muss man jetzt immer gucken, ne? Ob es irgendwie... Nee, da gibt es keine Optionen. Ob es irgendwie unterschiedliche Platzierungsoptionen gibt. Aber da kann man da ja außen rumgehen. Das passt. Da haben wir hier so einen schönen Pokertisch drin stehen. Jetzt sieht es echt aus wie so ein richtig schönes... so ein richtig schöner Saloon. Das stellen wir hier jetzt einfach vor den Kühlschrank, weiß ich nicht. Irgendwo muss noch das Piano hin. Bei uns läuft ja immer alles Piano, wie ihr wisst. Wir stellen es hier hin, oder? Zwischen Kühlschrank und den Fabricator. Bam. Ich habe extra einen Hocker gebaut, aber da ist schon einer dabei. Super cool. Können wir jetzt auch... Piano-Menü. Oh, wir können ja die Musik abspielen. Was wollen wir denn? Was war am coolsten, Leute? Ich glaube... Ich weiß es nicht mehr. Scorched Earth war schon ziemlich cool. Main Theme. Spawn in. Heater's gonna heat. Okay. Don't play the Fame Game. Manticore. Das kennen wir gar nicht, oder? Ja, also die Musik spielt weiter. Der ganze Track spielt weiter. Ich habe es getestet. Auch wenn man aufsteht. Das ist sehr cool. Also man muss ihn nur starten und dann läuft er automatisch weiter. Mega cool. Jetzt haben wir sogar Background-Musik hier im Saloon. Und wir haben Regenwetter. Auch gut. Alles perfekt. So, setzen wir uns mal schön in die Mitte. Wir können aber von hier oben leider nicht fahren oder steuern. Wir müssen uns dann wieder unten runtersetzen. Aber trotzdem ziemlich cooler Platz hier oben auf der Kutsche. Und ich freue mich schon mega drauf hier mit Tapsi und der Kutsche die Wüste unsicher zu machen. Für heute würde ich sagen, lassen wir es damit gut sein. Wir haben endlich einen Thylakoleo gezähmt. Das war eine ganz schöne Action. Ziemlicher Act. Hat ziemlich lang gedauert. Und wir haben jetzt endlich mal so eine coole Kutsche. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Upgrade hier in Scorched Earth, weil wir uns halt ständig in Sicherheit bringen müssen vor den Elementen. Und so haben wir quasi immer unseren Schutz dabei. Wir brauchen kein Zelt, was dann irgendwann kaputt geht oder von Dinos gefressen wird. Ich hoffe, die Kutsche wird nicht von Dinos gefressen. Wir werden sehen. Also wir sind super mobil, können da drin sogar noch Sachen lagern. Unser Thüler kann ein bisschen mehr tragen mit der Kutsche. Also das ist alles ziemlich cool. Das war es also erstmal aus der Wüste. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.